Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Total War Rome 2 Against Kampagne mit Jona. Ja, hallo. Ja, wir sind und immer noch. Ja, wir hängen die Folge jetzt hier gerade dran. Und das heißt, ja, wir hatten die Rage-Folge davor. Ja. Kein Yoga dazwischen, also wird weiter geraged. Ja, genau, es wird weiter geraged. So, das kann der Standpunkt so nicht sein. Der Dinge ist, dass ich wahrscheinlich Octodorum verliere. Ich habe jetzt gerade Vercellium verloren. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe 7 Städte, ne? Ja. Minimiert sich auf 4. Oder? Nice. Nein, 5. Ich habe ja auch 2 Städte verloren. Alter, es kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist ja komplett behindert. Ich habe gerade die Runde beendet. Ich kriege gerade den Verschleißbericht rein. Ich habe in meinen normalen Städten ziemlich viele Männer verloren, aber aus irgendeinem Grund habe ich die räudigen Laura, also die meine Armee, die in der Stadt Treverorum drin steht, habe ich 2-mal Verschleiß bekommen, 192 und 219, und in der normalen natürlich dann auch nochmal 70 und 77, also in der Garnison. Und das lag daran, ich habe letzte Runde ja die Nahrungsmittelknappheit gehabt, da habe ich Verschleiß für bekommen, und jetzt hat er mich ja belagert und ich habe natürlich instant Verschleiß bekommen. Der hat jetzt, wie gesagt, meine Eidgeschworenen dezimiert von 160 Mann auf 108. 52 Eidgeschworene. Boah. Also das heißt, ich... Ja? Ich kann da auch keine Armee aufstellen. Ich kann da keine Söldner irgendwie holen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, aber in so einer Lage bin ich auch gerade, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich versuche jetzt gerade Caesar nach Octodorum zu ziehen. Ich hole mir jetzt nochmal einen neuen Gen, also der voll ist. Ja, ist jetzt auch gerade noch meine Stadt aufs Spiel. Also ich habe 15 Einheiten, von denen die Hälfte dezimiert ist und so ziemlich keine Garnisonsarmee. Und er hat halt 17 Einheiten, die ein bisschen dezimiert sind. Muss ich mal schauen, ob ich meinen Spion da hinkomme. Nein, natürlich nicht. Er hat natürlich auch schon wieder eine neue Armee ausgehoben. Wahrscheinlich nicht so, sondern als Unterstützung kommen wird. Boah, Alter, diese Kampagne ist einfach gar... Das ist einfach nicht einfach. Die ist ja richtig schwer hier. Ja, ich dachte, ich weiß ja nicht, woran das liegt. Ob das irgendwie so ist, weil es halt eine Mehrspielerkampagne oder so ist. Aber so krass hatte ich das noch nie. Ja, vor allem die KI-Boni. Normalerweise, wenn ich gegen die KI spiele, schnetze meine Veteranenlegionäre alles nieder. So, ich brauche irgendwoher. Also ich weiß noch nicht, ob ich das schaffen kann. Ich habe 4-mal freie Herbanner. Ja. 2-mal Artillerie. Ja. Bisschen Garnison. Also. Er hat halt auch dezimierte Einheiten, aber wie gesagt, er hat halt 5 Schützen und wieder 5 Kornherbanner, von denen aber 2 ziemlich krass dezimiert sind. Die einzige Möglichkeit, wie ich dieses eigentlich gewinnen kann, wenn er mich angreift und ich die Stadt verteidige, aber ich weiß halt nicht, ob der Verschleiß dann zu groß ist nächste Runde. Weißt du, was ich meine? Stimmt. Ich kann halt einfach belagern. Ja, ich weiß ja nicht, wie viel der Verschleiß hier ist. Das Ding ist halt, er kann halt auch nächste Runde dann eine neue Armee dran stellen mit 3 neuen Einheiten und in 2 Runden kapituliert meine Armee hier. Ich habe in einer Runde, wo er mich belagert, habe ich 24 Veteranenlegionäre verloren. In einer Runde. Nice. Ich füge mal Einheiten zusammen. Ich glaube, das hilft ja, weil dann kriege ich ja nur auf eine Einheit Verschleiß, oder? Und nicht auf die. Das ist egal. So, ich habe jetzt 13 Einheiten als. Soll das also geht? In deiner Runde? Was? Ich habe gerade in deiner Runde. Habe ich gerade eine Einheitenverbesserung gemacht. Und habe Geld ausgegeben. Das ist ziemlich interessant. Ich dachte jetzt nur so, hä, das geht? Okay, also ich bin fertig mit der Runde. Ich bin so. Ich hätte mir echt da nochmal mehr. Ich bin gerade so tiltet, ne? Ich bin auch tiltet. Alter, wenn er mich bitte greift mich jetzt in der Runde an und ich kann dir so. Nein, er greift mich nicht an. Wieso? Pariser, erklär mir jetzt den Krieg. Okay, Jona. Das hört sich gerade nicht so geil an bei dir da oben. Weil die haben halt wieder 2 Fullsex. Kapitulation bevorstehend. So, Caesar. Wie weit kommst du? Gar nicht weit. Gar nicht gut.
Okay. Ich habe halt neunmal. Kommt jetzt hier rüber. Ich habe halt schon neunmal wilde Schwertkämpfer in der Armee mit einem Adelsreiter-Chen, der jetzt nächste Runde runterlaufen wird. Und die Vangion-Armee. Und ich habe zum Glück nice, jetzt nicht so viel. Nice. Du holst die Stadt wieder zurück. Tulinger sind vernichtet. Bei mir geht's auch nicht so runter, wenn meine Verstärkungsarmee nach unten läuft. Die Tulinger sind jetzt vernichtet, Gott sei Dank. Ariovist wird Octodurum einnehmen, aber Caesar ist in einer Runde da. Nice. Kaffee ist der Halter unten. Ich mache jetzt ihm hier nochmal ein bisschen Verluste. Wird auf jeden Fall meine Spione einsetzen. Na komm, 109. Ja, er hat einen ganzen Wolfskrieger nochmal verloren, weil ich die Garnison nochmal angreifen gelassen habe. Aber ich werde halt dies. Also und er hat die Helvetia befreit. Weißt du, was ich echt hasse? Er hat die Helvetia befreit. Da ist gerade eine Rebellion ausgebrochen in der einen Stadt. Er hat bei mir die Helvetia befreit. Der Suebe hat die Stadt nicht eingenommen, er hat die Helvetia befreit. Mögen die dich? Nein. Das ist gerade scheiße. Oh nein, er kommt nicht zu meiner Armee. Schön. Die Helvetia halt sind jetzt direkt mit mir im Krieg. Bei mir das gleiche. Bei mir ist, glaube ich, die Stadt von Rebellen übernommen worden. Und das sind ja die Medomatriker. Die mich eigentlich sogar, glaube ich, mögen. Das heißt, ich habe da auf jeden Fall schon mal einen Puffer nach unten gegen die Vangion. Da werde ich mir auch, glaube ich. Oh, das brauche ich. Plus 5% Erfolgschance bei allen Aktionen, alle Charaktere und plus 2 öffentliche Ordnung, alle Provinzen. Ja. Hast du euch den Timer gestellt? Ja, habe ich. Genau. Was ich jetzt nochmal so sagen wollte an die Zuschauer. Wir haben uns mal gedacht, dass wir während der Kampagne einfach mal über ein paar Sachen quatschen. Und deswegen haben wir uns... Ihr könnt ja gerne Themen in die Kommentare schreiben, aber zum ersten Mal habe ich mir selber ein Thema überlegt. Doch gar nicht auf... Ja, ist okay. Alles klar? Ja, das war nur gerade ein bisschen komisch, weil ich noch... Habe ich mir selber ein Thema überlegt, und zwar... Alter, der kommt da nicht hin. Aber im Gewaltmarsch. Und zwar... Zukünftige... Der kommt da echt nicht hin, ey. Das kann jetzt nicht wahr sein. Zukünftige ROM 2 Titel. Und was ihr euch gerne... Mal ja... Connection lost. Alles klar, wisst ihr? TS-Bug. Nice. Ich kann hier gar nicht reden, weil mein Gena... Ich habe gerade meinen Spion versucht zu benutzen. Der ist jetzt gerade verreckt dabei. Schon wieder? Ja. Immer der gleiche. Zweite hat... Der zweite hat... LOL? Alter, der ist nicht auf Vergiften geskillt und der hat die halbe Armee niedergemacht. Was? Mein Agent ist zweimal auf Vergiften geskillt. Also der hat jetzt zwei Erfahrungen bei Vergiften, oder? Ja. So, und jetzt muss ich mich hier mit Söldner vollpumpen. Ich habe gerade plus 12% Verluste für alle Einheiten. 257, 171. Ich brauche auf jeden Fall die hier. Alter, Kavallerie ist so teuer. Mein Agent ist richtig stark gegen Garnisonsarmeen. Nice. Ich überlege gerade, jetzt ist die halt da im Gewaltmarsch, aber dann müssten die doch die eigentlich verstärken. Ich kann halt wirklich um 1 Zentimeter meine Armee nicht verstärken. Das ist ein Problem. Nervt ein bisschen, ja. Also, worüber ich reden wollte, zukünftige ROM 2 Titel oder generell Total War Titel und was ihr euch dabei wünschen würdet. Und da habe ich mir selber mal dazu Gedanken gemacht und eine Sache ist mir aufgefallen, was ich extremst geil finde. Und zwar habe ich aus Rome 1 das geliebt, dass man die Garnisonen selber erstellen konnte. Habe ich mir so ein bisschen gedacht. Und zwar, Whisky, wollte ich dir mal fragen, was hältst du davon? Inwiefern selber erstellen? Ja, und zwar, dass die Garnisonsarmeen, je nachdem wie eine Stadt halt, wie groß eine Stadt halt ist, zum Beispiel, dass man wieder mit der Bevölkerungsanzahl hat, das ist halt auch beim Rekrutieren, dass man jetzt halt nicht 20 Einheiten innerhalb einer Runde 8 Einheiten rekrutieren kann, weil man halt nicht so viele Bevölkerung da hat. Also nicht so viele Menschen. Dass sozusagen Menschen als Ressource da sind. Das, was ich mir gedacht habe, was ziemlich geil finde, wäre, je größer die Stadt, ist das halt, je besser die Garnison. Und das ist halt nicht so wie in Rome 1, dass du hier die Stadt ausbauen musst und dann kriegst du halt eine bessere Garnison, sondern dass du wirklich die Garnison sich daraus zusammensetzt, wie die Stadt ist, was in der Stadt drin ist, also wirklich alle Gebäude da
reinkommen und dass du sozusagen spezielle Einheiten als Garnison hast. Dass du jetzt nicht irgendwie Veteranenlegionäre hast, sondern dass es da halt sowas wie eine Stadtwache gibt, sowas wie zum Beispiel die Vigiles oder Einheiten, die mit Keulen bewaffnet sind, die ja halt ziemlich scheiße sind, aber das sind halt die Bevölkerung, also die Bewohner der Stadt, wie es ja damals auch war, die sich dann sozusagen gegen die Angreifer verteidigen und die dann zum Beispiel eine ganz leichte Plänkler-Einheit darstellen oder so, die ja ziemlich scheiße ist, aber die sich halt aus in der Garnison befindet. Und wenn die angegriffen wird, Sind dann ja zum Beispiel die kommt sich Plebejer das. hier. Ja, aber die Und Plebejer, zwar. ich fände halt zum Beispiel, dass die halt zum Beispiel keinen Formationsangriff haben oder so, dass die halt wie in Rome 1, dass sie in so einem Nennsphäre? Kreis sind. Oh lol. Dass sie in so einem Kreis aufgestellt sind. Das fände ich halt ziemlich nice. Als ich in 0 Runden kapituliert, meine Stadt fällt mir gerade mal auf. Ich hoffe, dass die jetzt nicht jetzt kapituliert, wenn du die Runde beendest. Gut. Steht da gerade 0 Runden? Ja. Dann kapituliert ihr, wenn ich die Runde beende. Ja. Ja. Ist da meine Armee weg? Ja. Damn it. Das habe ich Es jetzt ist nicht eine bedacht, große Alter. und gefährliche Fuck. Sache für Rom zu sterben. Ja gut. Werde ich aber nochmal schnell bewahren. Ich diene ausschließlich Dann werde ich jetzt halt den Spieß umdrehen. Da verliere ich halt nur mega viel Geld, ey. Fällt mir mal auf. Geht's da nicht zum Final Battle oder so, wenn die kapituliert, dass es dann Kampf ist? Oder gebt ihr dann wirklich auf die Stadt? Die gibt dann auf. Und alle Einheiten, die drin sind, mit. Krass, fuck. So, jetzt mal gucken, weil ich habe gerade eh nicht so viel zu tun. Ich Also, habe was würdest du hier davon drüben halten? einfach zu viele Einheiten. Ich löse hier mal zwei Würdest du das auch Legionäre so? auf. Würdest du das auch gerne so haben, dass halt die Garnison abhängig ist von der Stadt? Dass zum Beispiel so eine kleine Stadt, die unbefestigt ist, halt nur wirklich leichte Einheiten hat, aber sowas wie Rom zum Beispiel haben halt eine Ste haben halt Prätorianer, wie es halt Erwartungen damals auch erfüllt. war, sozusagen auch an der Garnison drin. Und zum Beispiel Karthago dann die Heilige Bande, die ja die Tempel beschützt hat oder so, oder ich heiße hier Heilige Schar. Und davon dann halt eine Einheit oder so, dass ich das halt so. Die Stadt hat nicht kapituliert, aber sie ist nächste Runde kurz davor. Okay. Ich dachte, die kapituliert. Dann. Wolltest du mir schon ein bisschen Angst machen, du kleiner Wichser? Ja, nein, ich dachte wirklich, dass sie kapituliert. Naja, Ich will wahrscheinlich. jetzt wissen, ob Ariovist mich angreift. Ob Ariovist Caesar angreift. Somit werden die Vangionen jetzt komplett vernichtet. Die Frage ist, wollen wir die Schlacht spielen? Das sind halt nur so kleine Einheiten, Reste. Nee, machen wir nicht. Ja, ist halt Vernichte die immer Armee deine so. Entscheidung, ob du spielen willst. Verluste, Seine die Armee ist Verluste komplett genehmigen und so vernichtet. ein Zeug. Ich überlege jetzt halt, ob ich die versklave. Ich spiele halt immer eine 227. Schlacht, wenn ich glaube, dass sich's besser macht und dass sich's halt auszahlt. Nö, das war jetzt nicht der Fall. So kann ich die ganzen Söldner wieder auffüllen, dann kriege ich wieder auch Geld. Weil ich meine, so kleine Minischlachten, glaube ich, wollen die Leute jetzt nicht so sehen. Ja, das war jetzt Das halt wäre die Armee. ja langweilig. Die Armee war halt halb down, weißt du. Ja, ich werde nächste Runde entweder Ariovist angreifen oder Octodorum zurückerobern. Weil Caesar hat die Einheiten, um beides zu machen. Also, ich habe meine Down-Phase jetzt überstanden. Ich habe jetzt wieder eine Armee und in der Armee sitzen gerade 9 meiner wilde Schwertkämpfer drin, die aus irgendeinem Grund eine Grundmoral von 88 haben. Also Meine nicht schlecht. Einheiten haben eine Grundmoral von 60. Und ich habe letzte Runde Lol, meine du hast Gebäude mehr fertig. Grundmoral wie ein Veteranenlegionär von mir. Ist irgendwie ein bisschen komisch gerade. Und ich habe gerade mächtiges Pferd bekommen. Ein mächtiges Pferd ist doch schon mal gut. Wovon ich mir auch mal 3 Einheiten gönne. Die auch gar nicht so viel kosten im Unterhalt, 127. Kann ich nämlich hier. Caesar hat die Einheiten, um Octodorum und Aerovis zu töten. Vor allem mit der Unterstützung des Zu Agenten. euren Diensten. Der vergriffen Gildes. Nice. Ich werde jetzt halt überhaupt nicht mehr auf Schützen gehen oder so, das ist mir jetzt scheißegal. Ich werde jetzt einfach nur noch Kavallerie und wilde Schwertkämpfer spammen gegen die KKI. Hab ich keinen Bock mehr. Plus 10% Angriffsbonus für alle Einheiten. So nice. Nächste Runde kann ich dann auch meinen eigentlichen General wieder reinsetzen. Genau, dann bin ich schon fertig mit meiner Runde, eigentlich, oder? Ja.
Und dann bin ich jetzt gespannt, was die Soeben und die Helvetier machen. Ja, ich habe auch schon die erste Erfahrungsstufe auf meine gute Armee jetzt bekommen, weil ich ja den anderen Streiter jetzt da drin habe. Was machen die? Oh, gar nichts, oder? Also da kommt jetzt eine Armee von den Parisern an. Kann ich dann Noviodunum verteidigen? Weiß nicht, ich werde jetzt auf jeden Fall... Lol, da sind zwei Fraktionen befreit worden. Das ist ja krass. Nee, die wurden erobert. Alter, ich hasse sowas. Ich habe die Mangionen komplett niedergemacht jetzt. Alle Armeen von denen vernichtet. Und daraufhin sind dann die Mandubier gekommen und haben einfach alles geplättet, was die an Städten haben. Die haben jetzt drei Städte eingenommen von denen. Was mir jetzt nicht gefallen. Aber jetzt sag doch mal. Ich hab dir eine Frage gestellt, ob du das mit den Garnisonen ziemlich cool findest oder ja nicht so. Ich finde das im Prinzip schon cool, aber ich glaube, dass die KI damit nicht klarkommen würde. Wieso? Ja, weil die KI ja jetzt nicht mal jetzt mit Städtebau klarkommt. Wenn du mal guckst, du eroberst eine Stadt von der KI, was ist da drin? Da ist nur Scheiße dran. Ja, eben. Ja, die KI ist nochmal so eine Sache. Kurze Frage, nackte Söldner-Schwertkämpfer oder Kavallerie? Mit nackte nehmen. Kommt noch an, ist das Legionärskaff? Nein, wäre leichter Söldnerkaff. Dann würde ich die nackte nehmen. Ja, ich fände halt auch, in neuem Rome 2 Titel würde ich halt mir echt wünschen, dass die KI ein bisschen stärker ist. Und ich meine damit nicht, wie jetzt hier bei uns in der Kampagne, dass die einfach die krassesten Bonus bekommt und die Speerwerfer von denen so ziemlich Artillerie sind. Und jeder von den Speerwerfern sich anfühlt, als hätte er einen Skorpion vor sich und keinen Speer. Das würde ich mir halt wünschen, dass die KI da ein bisschen schlauer ist und dann, wenn sie eine Stadt belagert, halt mehr als eine Leiter rekrutiert, die Einheiten halt wirklich gut drauf gut angreifen lässt und den General beschützt und nicht so bloppt und solche Sachen. Das finde ich halt ganz cool, wenn man sowas programmieren könnte. Dass die KI halt schlauer ist. Ja, stimmt schon. Und dass halt die KI auch ihre Städte ausbaut und dann, vor allem, also sobald man hier in Round 2 so gut 2 bis 3 Fullstacks hat, plättet man einfach nur noch alles weg, weil sich die KI meistens nie so weit ausbreitet oder nie ihre Armeen nah genug beieinander hat, dass man halt immer mit 3 Armeen gegen eine kämpft und einfach alles niederplättet. Ich freue mich, eure Das würde ich mir halt wünschen, dass die KI da ein bisschen... Ja, aber das versuchen die ja auch die ganze Zeit. Ja, ich hatte mal eine Kampagne mit dem Markomann. Was ist das? Kaiser Augustus oder so? Octavian ist das dann? Ja. Da habe ich mal eine Kampagne gespielt mit dem Markomann. Und da waren die, ich weiß gar nicht, waren das die Räter, die da unten sitzen? Die waren richtig schlau. Die haben mir dann zum Beispiel einen Hinterhalt gelegt und so. Und da habe ich auch die Kampagne verloren. Ich meine, die Kampagne ist schwer. Grimsel hat es ja geschafft, die Kampagne richtig gut zu spielen da. Ich habe da ein bisschen gefailed. Ja, ich habe da auch schon einmal gefailed, aber dann habe ich gewusst, was dann da passiert. Die Räder sind da immer recht schlau. Die ziehen auch die ziehen auch Octavian dann rein. Haben sie hier zumindest bei mir jetzt getan, beides Mal, ja. Und Octavian hat mich dann halt komplett zerberstet. Mit den Rädern wäre ich noch klargekommen, aber Octavian hat mich dann zerberstet. Ah, mein General ist wieder weg. Mr. Fail. Die haben dann halt 2 oder 3 Legionen geschickt. Dann war ich weg. Okay, die Medomatriker, das sind die mich so mega krass mögen. Das heißt, mit denen erstmal... Wieso? Ihr mögt mich 133 plus... Scheiß auf deine Aufnahme! Alter. Fick dich. Hallo! Nein! Wir sind gerade in der Ergänzkampagne. Ach so! Ja! Okay. Kennst du das Projekt überhaupt? Ja. Ja, nice. Ich muss jetzt irgendwas Qualifiziertes sagen, oder? Nein, mich mach's nicht so wie Corny. Boah, Pizza mit Pommes! Was? So ein Spaß, ey, das gibt's nicht. Ich hab letztens gerade 2 Mitglieder des Teams ein bisschen. Ja? Anschiss gegeben, weil die meine Aufnahme reingetrennt sind. Ja. Ja, Alter, hier hat jemand Pizza gemacht mit Dönerfleisch drauf und Pommes. Alter, lecker. Ja, liebe Zuschauer, wenn Grimsel reinkommt, ist ja auf jeden Fall das Qualität geboten. Ja, das kann man so sagen.
So, dann muss ich mich ja echt gegen die Pariser da wehren. Ihr das könntet auf jeden Fall mal das leckerste Essen, was euch gerade einfällt, in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch noch viel Spaß hier, ne? Ja. Ciao. Ciao. Oh, dieser Spasti. Wir entschuldigen uns dafür. Ja. Ich meine, ich bin auch oft genug in seine Aufnahme reingejoint und dann so, oh, okay. Aber da war er halt nie in seinen Aufnahme-Channel. Kommando. Hab ich auch schon mal gemacht. Wird stabil. Hey. Dann schnappe ich mir jetzt halt die Gebiete von den Vangion. Es könnte eine relativ spannende Schlacht geben, wenn du die Runde beendest. Ja. Haben wir noch Zeit für eine komplette Schlacht? Nein. Das müsste dann im nächsten Part kommen. Alles klar. So, ich werde mir jetzt nämlich die Mangion, die ganzen Gebiete von denen unter den Nagel reißen. Ja, dann bist du halt. Dann hast du eigentlich eine Landgrenze mit mir. Das kann schon sein, ja. Werde ich wahrscheinlich haben dann. Obwohl. Ich bin auch in den Krieg mit dem Vangion. Ja. Oh, das heißt, wir mögen uns. Nee, ich glaube, ich werde keinen. Die Germanen. Ah, doch, die untere Stadt der Vangion da unten. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich die angreife. Ich habe mir übrigens überlegt, du machst ja gerade die Sueben der Platz. Ja. Wer hindert mich denn daran, mir jetzt Uburis und so weiter zu holen? Ich habe schon 2 Fullstacks von denen zerstört. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber die haben noch eine. Die haben sie zurückgezogen. Die kommt wahrscheinlich zu dir hoch, denke ich jetzt mal. Also die wird demnächst kommen. Und die rekrutieren gerade in angrenzenden Gebieten von mir weiter. Ich überlege mir jetzt gerade. Ich brauche halt Städte. Und die im Westen da breiten sich gerade die Mandubier aus. Ich kann mir natürlich die Pariser unter Nagel reißen. Der Rest liebt mich halt. Die Menomatrika mögen mich halt. Bei mir breiten sich die, also im Westen, die Kadoduka und die Averna aus. Das kann auf jeden Fall noch spannend werden hier. Die Vangion würden mit mir sogar nicht in Frieden schließen. Mein Name. Ich überlege jetzt halt gerade, wohin ich mich als nächstes orientiere. Ich greife jetzt auf jeden Fall die Stadt an. Und das Schlauste für mich wäre eigentlich, die germanische Konföderation daran zu greifen. Aber ich hätte danach, auch wenn ich eine Landgrenze mit dir habe, kein Interesse, dich anzugreifen eigentlich. Ich habe gar kein Interesse, überhaupt eine Landgrenze mit dir zu haben. Ich meine, ich muss dir ja nicht sagen, wenn ich dich angreife. Ich könnte ja mein Reich stabilisieren und dir dann insta 2 Städte abluchsen und dich damit ins Chaos stürzen. Ja, oder ich tue diese Städte so stark befestigen mit Rekrutierungsgebäuden, dass du da reinkommst und erstmal so krasse Verluste bekommst. Ja, da muss ich halt meinen Push beenden, aber ich habe dir 2 Städte abgeluchst. Trotzdem, ich kann Ubu Zuris, werde ich wahrscheinlich sehr gut halten können, weil es eine befestigte große Stadt ist. Ich möchte mir nicht die ganze Provinz holen. Ja, jetzt wird's halt ein Wettrennen, wer erobert die soeben zuerst. Wer stabilisiert sein Reich zuerst und wer greift die Sueben dann zuerst an? Wer geht zuerst in die Offensive? Ja gut. Bist du dann fertig mit deiner Runde? Sind schon bei 22, 36. Ich will halt eigentlich nicht in den Süden da. Das ist genau die Schlacht, die ich meinte. Das kann spannend werden. Wir haben es mit einmal Eigeschworenen, einmal Odin Sperren zu tun in der feindlichen Armee. Also die gefährlichen Einheiten und einmal Wolfskriegern. Ja gut, Leute. Diese Schlacht sehen wir dann im nächsten Part. Oder, warte mal. Ja, ich werde den Part auf jeden Fall mal beenden und meine Idee werde ich dann im nächsten Part sagen. Also, hoffe ich mal, es hat euch gefallen. Schreibt weiterhin Armeenamen in die Kommentare, denn ja, und ich würde mal sterben eure Meinung. Armeen. Ich würde gerne eure Meinung dazu, was ihr davon haltet, wenn so eine Garnison in einem Total War Spiel ist und was ihr euch gerne wünschen würdet in den nächsten Total War Spielen. Also können solche spezifischen Sachen sein oder generell KI verbessern, sowas. Okay. Na gut. Wie auch immer. Ich würde sagen, ciao und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.